Jetzt sind wir schon wieder hier. Aber letztes Mal waren wir da oben, ne? Jetzt sind wir hier unten. Hier konnten wir doch letztes Mal gar nicht runter, oder? Konnten wir hier letztes Mal runter? Habe ich das übersehen? Wieder diese komischen Zettel. Überall diese Stimmen. Irgendwer schreit da im Hintergrund. Versuch gerade irgendwie zu orten, ob man irgendwie zu den Stimmen kommt oder so. Aber ich glaube, das sind einfach nur Stimmen. Und diese Zettel machen auch alle keinen Sinn. Hier ist auch keine Tür, ne? Hier sind wir doch letztes Mal in die Tür gegangen. Komisch. Ist fallen da Menschen runter? Warum fallen hier Menschen? Was ist das für ein Ort? Warum fallen hier Menschen? Es wird immer stranger, ne? Also... Das war's schon? Ging aber gerade länger. Das ist aber komisch. Eieieiei. Walter! Walter!
me to find him. You're just attracting more of the machines that way. Well, I'm all open for suggestions, Mr. Hidden Microphone Man. You see, the building on the hill, where all those cables lead to, that's the town hall. Well, it used to be. And? Just go there. It's safe up on the hill. And you might find information about your missing... What was the name? Walter. Walter Rebel. Right. And don't die, please. I'm actually starting to enjoy our conversations. So, ab hier ist mir das erste Mal das Upgrade auf die neue Unreal Engine Version aufgefallen bei dem letzten Update. Weil das sah letztes Mal viel schöner aus. Du hattest hier viel mehr volumetrische Beleuchtung, die ist leider weg. Du hast zwar noch so ein bisschen Nebel da hinten, aber der sieht kacke aus. Da hinten ist ein komplett... Guckt euch den Baum an. Ich will das nicht Textur nennen. Das ist Matsch. Das ist Matsch. Das ist Matschepampe. Ja, also, ja. Es ist ein bisschen komisch, weil zum Beispiel... Funktionieren die Raytracing-Schatten bei den Kabeln? Nee. Nee, man sieht keine Kabelschatten. Das ist komisch. Manche Schatten mit Raytracing funktionieren seit dem Update nicht mehr. Ja. Ich habe auch gerade bei dem Wasser geguckt, aber das ist Raytracing. Das ist Raytracing. Und da funktionieren die Raytracing-Schatten da hinten. Ja, also... Oh, warte mal, da kommt einer. Moin! So, danke fürs Mitspielen. Oh, hier sind jetzt aber einige, ne? Komm mal her. Ich hau dir einen rein. Komm her. So. Bin überhaupt nicht aggressiv, aber... Attacke! Und direkt fliegt der Arm weg. Hihi. Ey! Lauf nur, du Würstchen! Der hat mir actually eine verpasst. Aber ich heal mich noch nicht. Nö, ich spare noch ein bisschen, ganz ehrlich. Für das bisschen was... Oh, Schrotflinten und eine Heilflasche haben wir. Ich heal mich trotzdem noch nicht, Freunde. Ja, hier kommen wir nicht rein. Okay, gut. Wir haben drei Heilflaschen. Das heißt, ich werde mich gleich höchstwahrscheinlich doch nochmal healen. Weil wir haben drei Heilflaschen. Drei Heilflaschen. So. So. Wir waren noch nicht fertig, ne? Oh, guck mal hier. Haben wir gerade Gewehrmunition aufgenommen? Wir kriegen auch noch ein Gewehr. Wie geil ist das denn? Bitte. Ach, guck mal, noch so ein Ding. Mach kaputt. So. Hallo. Keine Lust zu kämpfen? Hä? Komm her. So, auf die Mütze. Hier kommen wir nicht rein. Hier ist nichts. Hier hat sich's auch nicht gelohnt reinzugehen. Schade. Ich brauche mal wieder eine Taschenlampenbatterie. Wie wäre es damit? Das wäre vielleicht mal ganz nett. Ja, aha. Aha, endlich. Munition voll. Hä, aber ich habe doch gerade eine Batterie eingesammelt. Warum ist denn die immer noch so gut wie leer? So, jetzt habe ich noch eine Batterie. Das hat wieder nicht viel gebracht, Alter. Die ist immer noch so gut wie leer. Munition voll. Gut, dann speichern wir erstmal. Hier.
So, was haben wir hier? Lass mich rein! Munition voll. Schrotflintenmuni. Okay, immerhin. So, schnell raus hier, weil ich habe kaum noch... Ich habe kaum noch Batterie. Was macht da Dingen? Kann mir das einer sagen? Also, ich habe das Gefühl, dass das irgendwie null Sinn ergibt, was das Dingen da macht. Munition voll. Heilflaschen auch voll. Okay, ich heile mich jetzt mal. Ganz ehrlich. Hier liegen gerade so viele Heilflaschen rum und ich habe null Leben verloren irgendwie. So, nochmal Schrotflintenmuni. Hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir nicht rein. Schade. Ja. Und jetzt? Hier kommen wir auch nicht rein. Hey! Hey! Ich hab zuerst geschossen! Hey! Entspann dich mal! Ich hab... Drecksau! Kann man hiermit irgendwas machen? Lul! Okay. Und Knockdown. Auch noch so einer. Komm her. Komm. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Ja, ganz fein. Ja. Braver Junge. So. Danke fürs Durchlassen. Ja, hat er verdient. Au. Nein, jetzt ist die Batterie weg. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist die Batterie weg. Wo ist die hin? Ich brauche die Batterie. Wo ist die? Nee. Wie gemein, die ist einfach weggeflogen. Ich habe noch mal SMG-Munition? Okay. Ich dachte, das wäre eine Batterie. Das war SMG-Muni? Okay, ja, toll. Wow, hat sich echt gelohnt, Mann. Ich brauche mal wieder Batterien. Hallo. Spiel. Ich seh sonst nichts, Junge. Was ist mit dir? Ah, super. Echt super Spiel. Hier kommt man natürlich nicht rein. Mhm. Was? Was war das? Hat da einer Silvester verpennt, oder was? Hör mal. Munition voll, natürlich. Ey, ich brauche eine Taschenlampenbatterie. Es kann doch nicht wahr sein. Was ist das hier? Hm. Selbstmordköter! Na gut, die soll mich nicht weiter stören, ne? Die, also die. So,
Where is everyone? What happened here? The whole town was evacuated after years of war. Atlas was too strong in the end. Atlas? Oh, sorry. You wouldn't know. These machine things want to kill you. They're Atlas. Hello? You still there? Yeah, I'm here. I'm sorry. How long ago was this? Let me think. Atlas has been around for about 20 years? Hakovic was evacuated 10 years ago. Oh, has it already been that long? Time flies. Yeah. It sure seems to. Also, sorry, had to get the kettle off the boil. It's okay. And who is this Rosendahl? Oh, Rosendahl. He was our king. He tried his best, but even he wasn't strong enough to fend off Atlas. I see. Well, over and out. I gotta think. And you drink your tea. I concentrate more on fighting than thinking, but that's just me. Alter, ey. Was ist denn das für eine Scheiße hier mit den Kisten? What the hell is happening here? Also. Junge, diese Kisten regen mich gerade auf, ne? Ich will hier über die Story reden, Mann. Jetzt leg ich das. Mann, schmeiß die doch da drauf, du Dinkeline, Alter, was ist mit dir? So. Wie die abgehen einfach. Das ist ein bisschen blöd gemacht mit diesen Kisten direkt vor der Nase. Das ist creepy, man hört knatschende Türen von im Haus. Oh, ich dachte gerade schon, was ist das für ein Geräusch? Ist das wieder hier unser Kollege, der durch die Gegend brummt? Aber der macht sich ja einen Tee. Und was sind das hier für Dinger? Die machen halt Geräusche, ne? Ganz weird. Und ich habe immer noch keine Taschenlampe. Weil ich die auch ständig anlasse, ich Idiot, ne? So, Batterie aufgenommen. Da oben ist eine Kiste. Ich will diese Kiste. Give me Kiste. Give me Kiste. Warte mal. Ne, das meine ich mit, ist ein bisschen blöd. So. Hast da so eine Kiste direkt vor der Fresse und... So. Zack. Batterie. Nice. Jetzt haben wir endlich mal wieder volle Batterie. Wurde ja auch mal Zeit. Ja. Tö. Ah, hier hatte ich noch eine gesehen. Und Freunde, wir sind im Bereich angekommen. Wir kriegen jetzt teilweise richtig fette Frame-Drops. Ja, ab jetzt geht's los. Ich warne euch. Ich habe da oben die FPS-Anzeige an, ich kann sie zwar kaum lesen, aber wir sind gerade bei unter 30 FPS. Spürbar. Ja. Und das in einem Shooter. Und nein, wenn ich Raytracing ausmache, wird es nicht besser. Das ist ja das Traurige. Das ist ja leider das Traurige. Wird ja immer besser, das Game. Ja.
Ich finde es eigentlich echt super. Es ist halt nur schade, dass es auf meinem PC echt nicht gut performt. Ne? Also, ich habe es bei Gronkh gesehen, da gab es keine Probleme. Gronkh hat ja aber auch einen 2-Millionen-Euro-PC, weißt du? Also, da braucht man gar nicht vergleichen. Mit meinem 1000-Euro-RTX-Laptop hier. Also, es ist nichts. Das heißt, das Spiel läuft bestimmt auf guten Computern flüssig, aber so auf Mittelklasse-PCs wie meinen, seht ihr ja selbst. Also, das ist die Passage, hier werden wir mit unter 20 FPS leben müssen. Also, dieser komplette Abschnitt hier im Haus, der ist scheiße. Der ist Mist. Und ich hab's beim Testdurchlauf mit heruntergedrehter Grafik probiert. Wird nicht besser. Es liegt leider am Spiel. Es liegt nicht an der Grafik. Ja, also selbst wenn ich die Grafik runterkurbel, Freunde, es wird nur minimal besser. Deswegen, ich mache mir die Mühe erst gar nicht, ja, jetzt irgendwas in den Einstellungen zu verändern. Endlich. Endlich. Eine dicke Wumme. So, aber immer noch Munition voll. Mann. Das gibt ja wohl nicht. Und die Partnersuche hat sich erledigt. Ja, irgendwie schon, ne? In dieser Welt wird Partnersuche schwierig. Und Nora haben wir ja nicht gesehen, wie die aussieht. Tagebuch eines Fischers. Wie jeden Tag fuhr ich morgens um 5 raus, um meine Netze zu überprüfen. Gerade als ich den Beifang untersuchte, fühlte ich dieses tiefe Wummern aus dem Fjord selbst zu mir hochsteigend. Ich lehnte mich etwas über die Reling und konnte meinen Augen nicht trauen. Aus den Tiefen unter der Oberfläche strahlte dieses blaue Licht zu mir herauf. Nein, ich wollte gerade vom Burger essen, aber ich habe aufgegessen. Gibt keinen Burger mehr. Schade. So, den Brief haben wir gelesen. Aber im Moment, also, wenn ich nicht zu hektisch die Kamera bewege, dann geht's. Und hier drin sieht man eh nicht so viel, dass die Framerate großartig stören könnte. Von daher habe ich mich ja auch dazu entschlossen, heute Industria zu zocken. Munition immer noch voll. Mann, wir müssen langsam mal ein bisschen Munition verbraten. Das gibt's ja wohl nicht. Munition voll. Voll, voll, voll. Alles voll. Das gibt's ja wohl nicht. Huch. So. Komm, weißt du was? Ja. So, jetzt. Oh, warte mal, Jungs, ich muss nachladen. Hey, nicht weglaufen! Wenn sie brennen, muss ich nicht mehr drauf schießen. Dann gehen sie von alleine down. Hihi. Warte mal, hier war doch noch einer. Wo bist du, mein Freund? Hä? Wai, wai, oh, wow, wow. Jetzt habe ich mich aber... Jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken, du. Der kam ein bisschen, Brenn, du Arsch. So. Da wollte er mir noch eine verpassen. Verzweifelt. Der Kerl, hör mal. So. Haben wir es jetzt? Etage frei? Ja? Kann ich looten? Gut. Oh. Schrotflinte. Jawohl. Schrotflinte. Da, 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 da. Und ja, dieses Flimmern liegt auch nicht an RTX. Das ist selbst ohne RTX, ja.
Habe ich alles, wie gesagt, schon ausprobiert. Also, macht euch keine Sorgen. Das ist halt kein Multimillionen-Dollar-Studio, was dieses Spiel hier entwickelt hat, sondern das ist, glaube ich, ein Indie-Game. Daher muss man an der Stelle dann auch die ganzen Bugs einfach mal verzeihen, oder? Also, weil an sich finde ich es ein echt geiles Game. Aber die Pistolenmuni habe ich eingesammelt, oder? Ja. Sieht mir ganz danach aus. Oh, ey, die Framerate macht mich fertig gerade, ne? Nochmal ein bisschen Schrotflintenmuni, auch schön. Teilweise wird die Framerate wieder besser, aber dann auch wieder nicht. So, warte mal. Ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt auf die nächste Etage gehe, dass ne? Habe ich nicht gesagt? Ihr Drecksäcke. Hä? Ja, war den Versuch wert. Aber auch nur den Versuch. So. Ich sollte mich nicht zu früh freuen, ne? Es kann sonst ganz schnell in eine andere Richtung einschlagen. Was haben wir hier? Topf. Okay. Topf interessiert uns nicht. Also... Wisst ihr was, Leute? Es kann sein, dass ich das Spiel heute durchspiele, ne? Heute. Heute. In diesem Stream. Ja. Ja. Ich werde dieses Spiel durchspielen. Ich hab's jetzt gesagt. Jetzt bleibe ich dabei. Oder? So lange geht das Spiel nicht. Ich schwör's. Also, das kriegen wir heute durch. Noch vor Mitternacht. Ich schwör's. So, ich würde gern die Heilflasche mitnehmen, aber wir haben jetzt nicht unbedingt so viel Leben verloren, ne? Von daher irgendwie, ja. Hab dich.